Ich freue mich, dass der SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel sich klar und eindeutig und mit einer aus meiner Sicht sehr nachvollziehbaren Begründung für die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen hat. Wir waren und wir sind für dieses wichtige Instrument, um Straftaten, schwere und schwerste Straftaten aufzuklären. Natürlich darf die Vorratsdatenspeicherung nur in sehr engen Grenzen angewandt werden. Aber alle Sicherheitsbehörden sagen uns seit langer Zeit, dass zur Aufklärung und im Übrigen auch zur Verhinderung schwerer und schwerster Straftaten dieses Instrument unerlässlich ist. Das ist auch die Auffassung aller SPD-Innenminister, und zwar sowohl die Meinung des ehemaligen Bundesinnenministers der SPD als auch aller aktiven SPD-Innenminister. Und ich finde es richtig und begrüßenswert und gleichzeitig auch mutig, dass der SPD-Bundesvorsitzende sich jetzt dieser Meinung seiner Fachleute, seiner SPD-Landesinnenminister angeschlossen hat, für Klarheit gesorgt hat und dass Sigmar Gabriel damit die Blockaden in der SPD bricht.